Hier geht's aber in die Kanalisation. Ich guck mal nach. Schaden kann's ja nicht. Nochmal schnell speichern. Das wäre jetzt der Hammer, wenn der jetzt hier wäre. Ich überprüfe jetzt einfach mal alles. Was zur Hölle? Komme ich denn jetzt hier raus? Oh, Selani und sein Team kümmern. Das ist er. Wir haben ihn gefunden. Ach, wie geil. Wir haben ihn gefunden. Ich speichere nochmal. Und das, obwohl die Mission Schrotti-Karotti ist. Ich will den eigentlich nicht töten, den Selani. Aber wenn es nicht anders geht. Haben wir die Waffe überhaupt gezogen? Aber wir treffen den nicht aus der Entfernung. Ich will den eigentlich nicht töten, den Selani, bin ich ehrlich. Gut, der Intelligenteste ist er auf jeden Fall mal nicht. Das ist schon mal ein Vorteil. Gucken wir mal kurz nach. Ob wir hier noch irgendwo Muni haben. Wir haben Minenmatrix haben wir noch. Die lege ich mir mal auf die 5. Ah, das wird ein Spaß. Es hat nur einen einzigen Soldaten getötet, einen feindlichen. Das ist er also, Selani. So, ich warte mal einen kurzen Moment, bis die Feindseligkeit ein bisschen runtergegangen ist. Ah ja, jetzt suchen sie mich nur noch. Kommen die hier überhaupt hoch? Das ist die Frage, ne? Ich glaube nicht. Ja, ich weiß. Bleibt ruhig wachsam. Bleibt ruhig wachsam. Wenn ich da irgendwie hin könnte. Kann ich aber wahrscheinlich auch. Tatsächlich, ich kann hier hin. Boah, dass er es überlebt hat. Abfatzen, sofort abfatzen. Hoffentlich sind sie so blöd, wie ich sie einschätze. Aber anscheinend doch nicht. Komm her! Naja, die raffen es nicht, unglaublich. Ich muss den Selani jetzt irgendwie ausschalten. Also wirklich, das ganze Drumherum, was ich jetzt gerade mache, das mache ich eh nur, um den Selani nicht töten zu müssen. Weil, jetzt mal rein, der Logik halber, der ist ein Soldat, der ist eigentlich kein Feind. Jetzt komm schon! Den Ursprung der Störung, ich glaub's auch. Die einzige Störung habt ihr hier, Freunde. Aber die raffen das nicht, ist unfassbar. Also theoretisch müsste er doch eigentlich jetzt hierher kommen. Jetzt komm schon. Das gibt's doch nicht. Was sind das für unfähige Typen? Aber der kommt auch nicht, der kommt wirklich nicht. Bring den jetzt so um, was soll's. So. Das hat schon mal funktioniert. Ach was, hier stimmt was nicht. Wow. Zwei von deinen Leuten sind tot und du verstehst jetzt das, was nicht stimmt.
So. Ich glaube, ich muss ihn doch töten. Ich glaube nicht, dass das Betäuben funktioniert. Ansonsten, wir haben ja geladen. Nähern uns dem Ursprung der Störung. Hi! Gute Nacht, Selani. Das war's dann wohl. Zu Dr. Wing zurückkehren. Selani lebt, der Rest ist tot. Hat prima funktioniert. Viel besser, als ich gedacht habe. So, und das machen wir jetzt auch gleich. Wir kehren mal zurück zum Dings. Zu unserem Doktor. Glaube ich zumindest. Wobei, wir haben hier ja eigentlich noch was zu... Ne, wir haben eigentlich auch nichts mehr zu erledigen. Wir können komplett zurückkehren jetzt. Geil. Sehr geil. Ich guck mal nur, ob es hier noch irgendwas gibt. Hier hätten wir wahrscheinlich da runterschießen können. Wäre auch nicht dumm gewesen. Aber naja, es hat funktioniert. Ich beschwere mich nicht. Auf geht's. Und zurück. Tja, Selani, jetzt bleibst du erstmal liegen, bis dich jemand mitnimmt. So, den hat's erwischt. Oh, da laufen wir gerade falsch, glaube ich. Oh ne, wir müssen da sogar lang. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier hoch. Und dann sollten wir ja eigentlich richtig rauskommen. Ja, sieht gut aus. Perfekt. So. Und wieder zurück in den anderen Distrikt. Und dann schauen wir mal. Jetzt bloß nicht abgeknallt werden hier. Das wäre ziemlich kacke. Zack. Haben wir auch die Limp-Klinik noch. Moment, war der nicht in der Limp-Klinik? Stimmt ja. Der war ja in der Limp-Klinik, der Dr. Wing. Ich glaube, wir sind richtig. Ja. Da ist die Limp-Klinik. Ha, perfekt. Sauber, jetzt können wir die Mission abgeben. Da ist er. Dr. Wing. Und? Haben Sie Selassny gefunden? Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig das ist, Mr. Jensen. Abschließen. Ich habe ihn gefunden. Wirklich, Mr. Jensen? Und? Haben Sie ihn zur Vernunft gebracht? Wird er sich stellen? Leider nicht. Ich musste ihn und seine Leute neutralisieren. Das ist traurig. Aber alles andere als eine Überraschung. Ich glaube, Sie haben trotzdem das Richtige getan, Mr. Jensen. Hier ist ein Praxiskit. Mehr habe ich nicht. Danke. Sie haben mir sehr geholfen. Keine Ursache. So, jetzt haben wir die Errungenschaft auch endlich gekriegt, Talion AD. Und jetzt könnte ich mal kurz gucken, wie viele Credits habe ich denn. Oder Dollar oder was auch immer. 4.390 reicht noch nicht für ein Praxiskit. Aber ich könnte mal den Punkt noch ausgeben, den ich gerade bekommen habe. Vielleicht mache ich mich echt mal immun gegen EMP-Granaten, wobei es eigentlich Quatsch ist. 25, längere Sprintdauer, das ist shit. Letzte bekannte Positionanzeige. Nee. Das ist alles irgendwie nicht so das Wahre. Durch Wände brechen. Ich habe schon wieder zwei verfügbare Punkte. Woher denn das? Krass. Tarnsystem. Ach ja, Freunde, das ist echt schwierig. Schutz vor Schockgranaten machen wir jetzt mal noch. Zack. Und dann machen wir noch verhindert Augment-Deaktivierung. Ja, das mache ich jetzt auch noch. So, haben wir das auch noch geskillt. Wir müssen uns nämlich echt mal gegen die Dings, gegen die ganzen Granaten und so weiter schützen. Denn da kommt noch das eine oder andere auf uns zu, was ganz, ganz wichtig ist. Dass wir da dagegen geschützt sind. So, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Und wir gehen dann zu Meng Yao. Und dann können wir endlich, endlich die Hauptmission weitermachen. Und die Meng Yao ist ja im Yuzhao-Distrikt, ne? Muss ich mal kurz nachgucken. Meng Yao, wo war die denn? Steht doch bestimmt hier unten irgendwo. Und zwar... Daigong-Viertel. Hä? Daigong-Viertel? Das ist aber doch hier. Wobei, nee. Nee, doch nicht. Wir müssen doch da lang. Okay, das heißt... Zum... Missionssymbol bin ich jetzt hier richtig? Nee, oder? Okay, bin ich nicht. Gut.
Ich muss in den anderen... Ich muss nicht in den anderen, Distrikt. Ich bin hier schon richtig. Ich muss aber woanders hin. Das wollte ich sagen. Wie komme ich denn nach rechts vor allem? Das ist ja schwierig. Es gibt... Ey, diese Map ist so verwirrend. Das ist unglaublich. Ich glaube, ich muss da doch lang. Ich gehe da jetzt einfach mal lang und dann gucke ich mal, was passiert. Zur Not bin ich halt falsch gelaufen. Mein Gott, es wäre jetzt auch nicht so schlimm. So. Okay, die Sprintdauer könnten wir vielleicht doch mal erhöhen irgendwann, wenn wir genug Praxispunkte wieder zusammen haben. So, aber ich investiere sowieso das ganze Geld in die Punkte oder mehr oder weniger das ganze Geld in die Punkte. Weil, ganz ehrlich, es gibt nichts Sinnvolleres. Sinnvolleres, genau. So, wir wissen hier richtig, so wie es aussieht, der Map nachzuurteilen. So, und dann nach oben und die Nebenquest abgeben. Bin ich jetzt hier richtig? Ich muss dann nach oben, ne? Ich gehe jetzt einfach mal hier nach oben. Da sollte ich ja bestimmt irgendwie aus dem Fenster rauskommen, oder? Ich nehme gleich den Aufzug, das geht natürlich auch. Zack. Da, 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 da. Lustige Aufzugmusik. Nein, eben nicht. Mega epischer Deus Ex Soundtrack im Hintergrund. Naja. Habe ich ja schon mal in einer der letzten Folgen gesagt. Nach wie vor einer der besten Soundtracks aller Zeiten. Für mich geht da wirklich kaum was drüber. Aber muss ja jeder selbst beurteilen. Sollte man zumindest. Huch. Was ist denn das? Das ist der größte Raum, den ich je gesehen habe. Hier war ich doch drin. Das ist doch Arjen van Bruckens Ding. Ach, das ist... Ich glaube, ich bin ja doch falsch. Huch. Das war Arjen van Bruckens Bude, seine alte. Nee, ich komme hier definitiv nicht lang. Shit. Okay, falsches Gebäude. Ich muss wieder runter. Zack. Ich dachte, ich könnte jetzt über die Dächer spazieren von einem Gebäude zum anderen. Aber anscheinend doch nicht. So, jetzt hier raus. Jetzt hier lang. Was? Ah! Blöde... verwinkelte Straßen. So. Jetzt sind wir auf jeden Fall, jetzt sind wir richtig. So muss das gehen. Okay, wir sind wieder falsch. Ah, wobei. Ich glaube, das sollte funktionieren. Hoffen wir es. Okay. Sieht nicht danach aus. Mann. Das gibt's doch nicht. Weil da drüben haben wir noch was. Warte mal. Wir können immer noch nicht durch Wände brechen, oder? Nee, können wir nicht. Oh. Naja. Hier ist auch nichts, ne? Nee, hier ist nur dieses Keller-Dings. Eieieiei. Hier mal den Weg zu finden. Das ist schon eine Herausforderung für sich. So, jetzt hier an den Harvestern vorbei, die da rechts stehen. Und jetzt müssen wir hier wieder hoch und da ist die Leiter und ach, perfekt. Haben wir es ja jetzt endlich doch gefunden. Trapp, trapp, trapp nach oben und hier weiter. Und noch einmal. Boah, wie geil das aussieht. Und vor allem, wenn ich hier wohnen würde, ich hätte echt Probleme damit, muss ich sagen, zu wissen, dass über mir nochmal eine ganze Stadt ist. Also nochmal eine ganze Stadtebene. Überleg mal, hier mit einem der Dings läuft was schief, mit einem der Trägerpfosten. Dann ist hier alles weg. Alles weg. Die ganzen Städte, alles. Alle Häuser. Naja. Das ist halt chinesische Baukunst. Hi, Meng Yao. Sie müssen diesen Chip beschaffen, Mr. Jensen. Mission abschließen. Ich hab den Chip. Die Verkäufer sind erledigt. Ausgezeichnete Arbeit. Mr. Darrow hatte wohl recht, Ihnen zu vertrauen. Wir lassen die Terroristen von unseren Leuten abholen.
Kann ich jetzt den Chip sehen? Nachfragen. Was ist auf dem Datenchip? Wieso sagen Sie mir nicht erst, was drauf ist? Erpressung, Mr. Jensen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Ich werde Ihnen nichts sagen. Außerdem gibt es Dinge, die man besser nicht wissen sollte. Also geben Sie mir den Chip und belassen Sie es dabei. Ich probiere es jetzt mal mit den Pheromonen, und zwar mit Beta. Betas kann eingewirkt werden. Die waren nämlich etwas Beta am Anfang. Ich probiere es mal. Hören Sie, Sie sind eine mächtige junge Frau. Aufgrund Ihrer Position haben Sie Zugang zu geheimen Informationen. Mir ist klar, dass Sie nicht für jedermann zugänglich sind, aber ich bin wie Sie. Ich arbeite für einen mächtigen Mann. Mir werden tagtäglich geheime Informationen anvertraut und ich habe meinen Arsch riskiert, um Ihnen diesen Chip zu beschaffen. Ich schätze, was Sie sagen, ist nicht ganz falsch. Aber denken Sie daran, diese Informationen sind extrem vertraulich. Sie betreffen Panchaya, das Hiren-Projekt, um genau zu sein. Hiren-Projekt? Nie davon gehört. Das überrascht mich nicht. Es ist ein gut gehütetes Geheimnis. Aber ohne Hiren könnte Panchaya nicht existieren. Ein so ehrgeiziges Projekt. Eine Installation, die bis auf den Grund des Ozeans reicht. Es ist ständig anderen Druckverhältnissen ausgesetzt. Schon der kleinste Riss in der Außenhülle wäre fatal. Deshalb brauchten wir ein leistungsfähiges und extrem effizientes System, um sie Tag und Nacht zu überwachen. Heißt das Hiren-Projekt ist eine Art Hochleistungscomputer? Ja, ich schätze, so könnte man es nennen. Danke für Ihre Ehrlichkeit. Die Information ist bei mir sicher, keine Sorge. Hier ist Ihr Datenschiff. Oh, perfekt. Sie wissen nicht, was das bedeutet, Mr. Jensen. Sie haben uns einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Danke. Obwohl das Ganze eine Gefälligkeit für Mr. Darrow war, findet er, Sie sollten belohnt werden. Hier ist Ihre Bezahlung in Credits. Ich bin sicher, Mr. Darrow wird sich persönlich bei Ihnen bedanken. Er wird sich in Kürze bei Ihnen melden. Zu freundlich, Meng Yao. Boah, muss ich vor Freude husten. Das Hiren-Projekt, ja. Jetzt haben wir mal ein paar neue Informationen darüber bekommen und so muss das nämlich sein. David weiß offenbar, wie man die richtigen Leute auswählt, Mr. Jensen. Sie haben ja heute einen großen Dienst erwiesen. Freut mich, dass ich helfen konnte. Wir konnten Informationen über etwas so Brisantes wie das Hiren-Projekt nicht in falsche Hände geraten lassen. Nein, das konnten wir nicht. Meng Yao hat Ihnen also von dem Projekt erzählt. Ein wenig. Ich fürchte, Worte können ihm nicht gerecht werden. Um das volle Ausmaß dessen zu verstehen, was in Panchaya entsteht, müssten Sie es selbst sehen. Und wer weiß, vielleicht werden Sie das ja eines Tages sogar... Oh ja, das werden wir. Oh ja, da freue ich mich schon drauf. So. Oh ja, noch eine Tür. Niemand da, dann gehe ich da mal rein. Aber es ist perfekt, wir haben jetzt Informationen über das Hiren-Projekt bekommen und ich glaube, die könnten uns später noch ziemlich hilfreich sein. Aber mehr verrate ich mal nicht drüber. Das kommt alles noch im weiteren Spielverlauf. Naja. Und wenn man das Spiel halt schon mal durchgespielt hat, weiß man ja, was auf einen zukommt. Auch obwohl die Welt von Deus Ex ja stetig im Wandel ist, kann man sagen. Also man beeinflusst ja mit sämtlichen... Zugriff gewählt. Mit sämtlichen Entscheidungen das Spielgeschehen. So, jetzt gucken wir mal hier. Wieder ein Pad, wo Informationen drauf sind. Die müssen wir eigentlich mal alle finden. Wir haben halt auch schon verdammt viele gefunden. Ah, Geld. 116. Wir könnten uns wieder ein Praxiskit kaufen. Ich glaube, es wäre gar nicht so blöd. Zack. Tür zu. Jump. Oh. Oh, schnöde Welt. Ich springe, ich springe! Oh. Wow. Sehr effektiv. So, und jetzt gucken wir mal, wo wir lang müssen. Hier müssen wir lang, die Typen da vorne müssen wir ausknipsen. Wir haben echt nicht mehr viel Munition. Ich müsste eigentlich nochmal zum Waffenhändler, ich habe aber keine Ahnung mehr, wo der ist. So. Ein Blutfleck an der Wand ist das Einzige, was von ihm übrig blieb. Beweg dich.
Wow. Die kapieren gar nicht, dass ich einen von ihnen erschossen habe. Ich könnte den erschießen, aber dann sehen die mich. Das will ich eigentlich gar nicht. Ach doch. Was soll's. Einer ist noch übrig. So, das waren alle. Bleibt nur noch einer. Und der weiß nicht, wo wir sind. Er hat aber leider einen Kopfschutz, deswegen müssen wir da ein bisschen vorsichtiger sein. Weil der ruft eh nicht nach Verstärkung, der sieht uns ja nicht. Boah, wir bräuchten echt mal noch eine durchschlagsfähigere Waffe. So. Auf geht's, Schlacht in den Straßen von Hengsha. Ich bin bereit. Alter. Der haut echt mächtig rein. Und er braucht eine Ewigkeit, bis er seine Waffe ausgefahren hat. Also nicht ausgefahren hat, sondern bis er seine Waffe aktiviert hat. Letztes Mal haben wir so viel Munition. Und er nicht. Das ist das Problem. So, die hat's alle erwischt. So, perfekt. Seitengang. Nichts und niemand. Was hat der denn dabei? Energy-Riegel können wir immer gebrauchen. So, haben wir hier noch was? Nein. So, 150. Und da hinten haben wir noch einen. Der hat auch nichts dabei, aber die Waffen nehmen wir mit. Okay, sauber. Genau deswegen finde ich die Pistole einfach so klasse. Jetzt habe ich doch wieder einen Revolver mitgenommen, aber egal. So, ich glaube, wir können jetzt rein. Auf geht's. Wir hätten natürlich auch den Weg von der anderen Seite nehmen können. Aber es ist gar nicht so schlecht, dass wir jetzt beide Seiten mehr oder weniger benutzen. Haben wir ein paar Typen unten schon ausgeschaltet. Und jetzt haben wir oben einen Haufen Leute ausgeschaltet. Das ist eigentlich top. So. Weiter geht's. Ich habe eh noch so viele Würmer, die ich da einsetzen kann. Zugriff gewählt. So, zack. Und rein da. So, und jetzt. Psch. Oh Gott, wie viele Gegner hier sind. Ach du Scheiße. Oh, oh, gefällt mir nicht. Ich guck mal kurz hier rein. Okay, hier geht's nur runter. Ich hack das hier jetzt mal noch schnell. Stufe 4, das ist krass. Das ist echt so unglaublich hilfreich, wenn man auf Hacken geskillt ist. Das ist, das ist in Worte nicht auszudrücken. Das ist unglaublich. Das hilft so unfassbar. So, zack. Nehmen wir mit. Zack. Oh, oh. Zack. So, jetzt haben wir entdeckt, aber das stört mich nicht. So, perfekt. Zugriff gewährt. So, was haben wir jetzt gemacht? Die Tür aufgemacht, ne? Tatsächlich. Da unten sind überall Feinde, vorneweg 2 Dutzend, hätte ich jetzt fast gesagt. Geschützte Kameras, wie kommen wir an denen vorbei? Wir werden es erfahren in der nächsten Folge, das wollte ich schon immer mal sagen. Und dann schauen wir mal, wie wir weiter durch dieses Treppenhaus oder durch diese Untergrundanlage weiter vorrücken. Naja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Deus Ex Human Revolution. Bis dahin.